Ja, und hallo zurück zu Let's Walkthrough GTA San Andreas. Ja, und eigentlich wollte ich mich ja jetzt um dieses Geschäft hier kümmern, Zeros. Was wollte ich eigentlich kaufen? Also die Immobilie erwerben und das Geschäft und nachher die Missionen machen, weil die sind echt cool. Ja, erinnern so auch ein bisschen an, ja, so vor allem an GTA Vice City. Aber nein, wir machen noch was anderes und ich habe gerade gesehen, ich habe was vergessen. Ich wollte das nämlich eigentlich mit dem machen. Genau. Ja, die Waffen natürlich auch wieder einsammeln, wenn wir schon hier sind. Das kann nie schaden. Genau, wir schnappen uns hier das Motorrad. Das rote, das ist meins für die Monster-Stunts. Da darf ich auf keinen Fall das irgendwie... ja, das darf mir auf keinen Fall abhanden kommen, weil das brauche ich für die Monster-Stunts. Das ist mein Monster-Stunt-Motorrad. Genau, hier gibt es eine Kugelsicherer West, aber wir haben bereits schon Kugelsicherung. Oh shit, jetzt komme ich hier, ah doch, hier komme ich wieder raus, genau. Ja, und dann werden wir, ja, ich wollte ja eigentlich Missionen machen, aber ich wollte, wenn wir, wir haben ja schon das in der letzten Folge ja schon versucht mit dieser NRG 500 Challenge. Hat leider nicht geklappt, aber egal, jetzt versuchen wir es nochmal. Ich habe übrigens Off-Air bereits schon ein bisschen geübt, habe es auch Off-Air geschafft. Werde es jetzt aber, dunkelblau, hellblau, cool, werde es jetzt nochmal machen. Allerdings, also ich werde es jetzt echt machen und das werdet ihr auch sehen. Aber bevor ich es jetzt echt mache, möchte ich euch kurz was zeigen. Erstens werde ich euch zeigen, wie ihr das wirklich einfach machen könnt, die Mission. Und lasst euch einfach überraschen. Und ja, dann seht ihr jetzt die quasi das Training und ich mache zwischenzeitlich mal die ja, die Challenge und dann werdet ihr sehen, sehen wir uns dann wieder, ja. Sorry, ist ein bisschen kompliziert jetzt erzählt, ich hoffe, ihr habt es verstanden. Bis gleich, tschüss. Ja, hallo und herzlich willkommen zum großen NRG 500 Challenge for Dummies. Und zwar werde ich euch jetzt zeigen, wie ihr ja diese Challenge easy schaffen könnt. Und ja, die, die das eigentlich ja, billomäßig finden, die können sie einfach zum Trainieren benutzen, so wie ich das jetzt tue. Und zwar müsst ihr schauen, hier zwischen dem roten Kreis und hier die Planke und dieser braune Fleck da am Boden, dass man da ungefähr in der Mitte ist, so etwa, ja. Und sobald es auf 0 ist, Gas geben und... nicht geklappt, okay. Ja, wenn es beim ersten Mal nicht klappt, nicht verzagen. Kann man es einfach nochmal versuchen, hier hin, wieder raufsteigen und die Challenge startet erneut. Ja, man kann auch versuchen, es ohne Hilfe quasi, also ohne Markierung zu machen, ohne den braunen Fleck, aber ich finde es eigentlich mit dem braunen Fleck fast einfacher, eben hier der braune Fleck, genau so. So, und ihr seht, jetzt ist der Timer weg und jetzt haben wir Seelenruhe, also jetzt haben wir genug Zeit, das eigentlich so zu machen. Und ich werde euch eigentlich jetzt mal zeigen, wie ihr das jetzt so eigentlich von der Abfolge her am besten macht. Und zwar, muss ich schauen, dass ich die hier jetzt nicht einsammle, jetzt habe ich sie aus Versehen doch eingesammelt. Also am besten, ja, das spielt im Prinzip keine große Rolle, aber falls ihr schon geübt habt oder so, könnt ihr das Motorrad hier hinstellen, aufsteigen. Und dann starten und dann sammelt ihr die beiden hier ein, oder? Und dann den hier unten. Dann nehmen wir uns den ganz, also in der, das ist der höchste, oder? Und den holt ihr am besten so, indem ihr einfach von hier diesen schwarzen Fleck oben am Rand anvisiert. Und dann einfach Vollgas auch noch mit der Beschleunigung drauf zuhält. Und dann habt ihr nämlich Pech, oder? Ist nicht so schlimm, weil wir trainieren, oder? Da haben wir genug Zeit, aber eben, man muss trotzdem, das sammeln wir jetzt die schon ein, wenn wir schon dabei sind. Also man muss wirklich schauen, dass man gerade darauf zugeht. So, jetzt hat es aber geklappt. Und genau, und jetzt würde man im Prinzip wieder runter und jetzt hier die einsammeln. Okay, hier hat sogar noch einen. Genau, die hier unten einsammeln und dann da hinten, die haben wir auch schon eingesammelt, die könnte man jetzt auch einsammeln und dann den hier, oder? Dann so ein bisschen rauf, das ist eigentlich relativ einfach.
Und jetzt kommen eigentlich die schwierigeren. Und zwar ist es am einfachsten, wenn man schaut, dass man hier gerade auf die zu fährt. Und auch wieder mit Vollgas. So. Jetzt, wenn man hier oben ist, könnte man jetzt schön hier die Coronas, die hier sind, also die roten Kreise, einsammeln. Aufpassen, dass man nicht ins Wasser fällt. Hier wäre auch noch eine, das ist ja der, den wir als ersten gesammelt haben. Und jetzt noch hier die restlichen, und zwar, ja, ist die Abfolge eigentlich dann immer die gleiche. Wenn man schaut hier, dass man die Gerade eigentlich erwischt. Man kann sich auch am Boden die Linien als zu Hilfe nehmen. Und eben, wenn man dann das nicht schafft, weil man zu wenig Schwung hat, muss man es einfach nochmal machen. Ja, und ich empfehle wirklich, übt das, ja, übt das, weil man kann sich da nicht zu viele Fehler erlauben wegen der Zeit, oder? Ja, schon, das ist schon fast peinlich, weil ich mache das nicht zum ersten Mal. Und ja, ich werde übrigens auch nicht speichern, ja, mit diesem Glitch jetzt, dass ich diesen Glitch verwendet habe, denn ich weiß nicht, was er für Auswirkungen auf den Spielstand hat. Das heißt, ich werde das jetzt quasi nicht speichern, sondern werde es dann einfach quasi legal machen, ohne Glitch. Und dann erst speichern, genau. Aber das werde ich nicht speichern, das, diesen Spielstand, also mit dem Glitch. Aber alle, die sagen, ah nein, es ist mir zu schwierig, ich schaffe das irgendwie von der Zeit nicht und ich bin frustriert und so, absolut legitim, dass man dann sagt, ja gut, man speichert so, weil es sollte eigentlich nichts passieren, also ist mir nichts bekannt. Das, aber ja, ich habe ja noch einiges vor mit den 110% und habe auch schon viel gemacht und das hat mich überrascht, dass ich den jetzt noch gekriegt habe. Ja, und deshalb möchte ich da kein unnötiges Risiko eingehen. Vor allem, wenn es vermeidbar ist, so wie dieses hier. So, der auch wieder, der ist ein bisschen schwieriger, weil hier muss man schräg, aber den haben wir jetzt eigentlich auch relativ easy genommen. Ja, und jetzt sind nur noch zwei und eben das Vorgehen ist im Prinzip immer das gleiche. Ja, und das ist eigentlich, finde ich persönlich, den schwierigsten, weil man eben als ja, in dem Sinne konvex ist, oder? So, aber jetzt haben wir es trotzdem geschafft. Und also die Mauer ist konvex. Oder? Noch den. Der ist aber wieder einfacher. Aber wir schaffen ihn natürlich trotzdem nicht. Das ist ziemlich wunder. Also ich denke, dass wir etwa 4,5 Minuten insgesamt für alles. Das könnte sogar 5 Minuten sein. Das wird 5 Minuten gebraucht haben und man hat nur 3 Minuten, weil jeder Kreis gibt 10 Sekunden. Außer der 18., weil das ist ja dann der letzte. Eben 5 Minuten 28. Jeder Kreis gibt 10 Sekunden, außer der letzte, weil dann ist es vorbei, oder, die Challenge. Also es sind 170 Sekunden, plus am Anfang, wo man noch 10 Sekunden hat, gibt 180 Sekunden, also 3 Minuten Zeit. Und wir haben jetzt 1,5 Minuten länger gebraucht, aber eben, das war ja eigentlich auch mehr zum Üben. So, dann sehe ich jetzt noch, wie ich es dann in echt gemacht habe und dann gespeichert habe. Tschüss! So, jetzt machen wir es noch in echt. Ja, groß kommentieren brauche ich ja nicht, weil ihr habt ja schon gesehen, wie ich es mache, also in welcher Reihenfolge.
Ja, man sollte schon schauen. Und das ist übrigens ein guter Trick, wenn man Zeit verlieren will, möglichst oft vom Motorrad fallen. Aber man muss natürlich schon schauen, wo das ist, und dann wirklich gerade rauf fahren, weil sonst hat man da keine Chance. Ja, und ja, jetzt hätte ich eigentlich die anderen holen können, aber das habe ich jetzt ein bisschen vergeigt, aber naja. Wir haben schon noch Gelegenheit dazu. Gerade, gerade, gerade. So. Der hier, oh shit. So, ja, und jetzt im Prinzip, wenn wir jetzt nicht mehr Kacke bauen, dann haben wir es eigentlich geschafft. So, und der letzte. Wunderbar, Mission erfüllt. Neue Bestzeit 2:39. Ups. Ja, und viel besser. Also ich habe es schon ein paar Mal gemacht und viel besser als 2:39. Konnte ich es nicht schaffen. Also 2:35, 2:33 und so. Aber hey, geschafft ist geschafft. Und jetzt zurück ins Versteck. Die Chose abspeichern. So, diesmal kommen wir auch rauf mit Schwung. Und wenn jetzt kein Zug kommt, dann kommt keiner. Glück gehabt. Haben wir es eigentlich auch schon geschafft. Stellen wir das Motorrad wieder in die Garage. So, die Garage geht schon schön automatisch auf. Ist ja wunderbar. Gibt es wieder neue Waffen? Ja, gibt es. Mission machen wir jetzt nicht. Wir speichern. Gut, und dann machen wir jetzt weiter mit was denn eigentlich? Genau, machen wir weiter mit dem Zero.